1960 wurde mit einem Bobinlaser der erste Laserstrahl erzeugt. Heute, 60 Jahre später, sind Laser unverzichtbare Werkzeuge in der industriellen Materialbearbeitung und machen viele Zukunftstechnologien erst möglich. So nutzt zum Beispiel die Elektronikbranche den Laser, um innovative Displayabdeckungen präzise zu schneiden oder auch um kleinste Löcher auf Platinen zu bohren, um so eine höhere Schaltungsdichte für die 5G-Technologie zu ermöglichen. In der Automobilindustrie ist die Laserbearbeitung beispielsweise bei der Herstellung von Motoren und Batterien für Elektrofahrzeuge unerlässlich. Aber auch die Halbleiterindustrie ist auf den Laser als Werkzeug angewiesen, wenn es darum geht, immer kleinere Bauteile wie Mikrochips aus Wafern zu trennen. Die geforderte Präzision und Geschwindigkeit stellen hohe Anforderungen an Maschinenbauer, Systemintegratoren und natürlich auch an die grundlegenden Bestandteile jedes Systems, die Positionierung von Werkstück und Laser und die Bewegungssteuerung. Dabei gibt es nicht das eine System, denn so unterschiedlich die Anwendungen sind, so individuell sind auch die Lösungen. So werden zum Beispiel mehrachsige Aufbauten aus Linearachsen oder Rotationsachsen eingesetzt, um das Werkstück unter dem Laser zu bewegen. Reagiert ein Werkstück sehr empfindlich oder ist zu schwer für eine dynamische Bewegung, kann das durch ein sogenanntes Gantry-Design gelöst werden. Der Laserstrahl wird dann um das Werkstück geführt. Neben der Mechanik ist natürlich auch die koordinierte Steuerung der Komponenten wichtig für den Durchsatz und die Präzision der Prozesse. Aufgrund unserer Technologievielfalt und Erfahrung in der Präzisionspositionierung und Automatisierung können wir unsere Kunden unterstützen, fortschrittliche Fertigungsprozesse zu ermöglichen und auch flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren, denn das Potenzial der Lasertechnologie ist noch lange nicht erschöpft.